Quest hier hat sich einfach geändert, okay. Denken wir nicht drüber nach. Greetings. Are you Vindwal? Bird Tier Tumad. Yes, that is me. Die Oma mit den Rastas. What can you tell me about Lair, your former leader? He is a man of peace. Some people dislike him, not me. Everything he did to save the village. But I think the Mind Shakers made him forget what we are. He almost speaks like them now. Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of Saint Mateus. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you want from me? The only means of alleviating the situation with Teleme is to give the priests their tablets back. So, if you don't want your son to suffer their wrath, it would be best if I could retrieve them discreetly. Bran and the rest of the exiles are hiding in the woods, beyond the stone circle. If you want to take the tablets away from them without being seen, do not take the path on the left. It is riddled with traps. And please, do not hurt my son. Ach, wer hätte es gedacht? Dort. Okay, ich reiß da mal hin. Bis gleich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steckt hier im Wald noch immer die Tendanz. Fuck. Können wir auf der Wiederbelebungspulver nehmen? Wir machen das mal irgendwie den Weg. Das ist nicht ohne. Muss ich wirklich sagen. Da haben auch meine Leute eigentlich nichts zu lachen, weil die sind super breit. Bin ich nicht schon lang gelaufen? Seltsam. Und nicht das Lager oder wie war das? Warte mal ganz kurz. Mission. Jorkland, ne, nicht Tenlands, Jorkland. Achso, und wo? Sorry. Gedächtnis wie ein Sieb. Nördlich von Eden. Achso, hier. Na gut, hat ganz gute Erfahrung gegeben, aber es ist heftig. Kann sein gewesen. So, wir sollen den Jungen nicht töten, ja. Here's the place that Vindwal indicated. The exiles must be near. I hope you don't intend to fight them. They've already had to leave their families and their homes. They've suffered enough. Don't worry, we'll be discreet. Remember that we were told the area on the left was a trap. It would be smarter to take the other path. In der Mitte habe ich Gerätschaften gesehen, deswegen würde ich fast behaupten, da wäre der rechte Pfad besser. Wir haben ja leider keinen K.O.-Schlag, sondern wir töten. Siola wird das gar nicht gern sehen, wenn wir da einfach Einheimische töten.
Ja. There, we found them. Now all that's left to do is to return to Eden. Fällt gar nicht auf, dass wir hier so rumgehen und die werden ganz schlecht bewacht. Ich meine, das sind Einheimische, die wissen doch, wie die Umgebung aussieht. Die sind drei Pfade und die haben einen Fallen gesetzt, zweiten sitzen alle, der dritte ist frei. Ach je. Alle da? Ja. Davor war keiner, als ich hier war. Na gut, wäre sonst komisch geworden. Oh. What are you doing here? I was worried for my son. I wanted to make sure that everything was fine. Haben wir gemacht? I think so. I managed to retrieve the tablets discreetly. I am glad to hear that you managed to retrieve them. I will go talk to my son now. He needs to stop seeking revenge and find a new clan. That would indeed be wiser. Vengeance has no positive repercussions. Okay, sonst hätten wir jetzt Ärger mit der Oma gekriegt. Gut. Also mit der Mutter. So. Dann reise ich mal schnell zum Lager, würde ich sagen. Moment. War die Truhe das letzte Mal da? Okay, keine Ahnung. Ja. Ich dachte, vielleicht ist eine Möglichkeit, irgendjemand anderen die Tafeln zu geben, aber. Ja, außer wir hätten vielleicht erst mit einem anderen Dorf reden können. So, und jetzt ganz vorsichtig, was wir sagen. I retrieved your relics. Thank you. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on St. Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. The culprit must be brought to justice. I do not want to point the finger at anyone. You have your relics back, and that's the only thing that matters. Your indulgence honors you. But how can we be certain that these thieves will not strike again if they are not punished? Had you respected this village, you would not have to look for a culprit. You settled here without even asking those who lived here for their opinion on the matter. Instead of talking about harmony, start taking action to really make it happen. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I'm very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Goldmünzen, 50 Goldmünzen würde ich verarschen. Okay.
Quest geht auf jeden Fall weiter. Na gut. Das war ja eine schwache Belohnung. Ich würde sagen, wir gehen mal den Weg hier lang. Wegen Nestern. Ein bisschen vorsichtiger, weil. Oh, sag mal. Muss ich mich verarschen? Nochmal so. Oh, das Team. Das ist praktisch. So, erstmal das kümmern. So, mal ganz kurz mit der Überlegungsbrücke. Hab ich genutzt. Hab ich wirklich genutzt. Glaubt mir. Dass ich hier irgendwie dann das Gebiet komme, wo die schon nicht angreifen kann, also wo die wieder frisiert werden. Okay, so, noch einer. Der Dicke. Der hat sie auch schon getötet. Ja, danke. Genau das meine ich. Doch, so wenn ich meine Treffer da. Ah, die waren davor nicht da gewesen, hundertprozentig. Bin ich lang gegangen. Und da brauchst du schon wieder Belebungspulver und irgendwas anderes, weil. Also so einfach willst du, kommst nicht durch. So. Ich kann den jetzt aufnehmen, aber. Gut, darf ich nicht. Das sind doch auch Tenlan. Ah! Mist! Okay, Moment. Das sind Tenlan-Knijo-Clan. Okay, warte mal, dann wissen wir, wo das andere ist, nämlich hier oben war das. Jetzt gehen wir nochmal hin. Stimmt, explodieren lassen. Die waren doch irgendwo hier gewesen. Genau, da liegen nicht die Leichen. Ja. Ja.
Also die Belohnung ist lachhaft. So, wir haben was zum Ausbauen. Mit unserer Maus macht mir mehr Spaß. Ich bin fast gewillt, ein Charisma zu gehen. Damit so Leute ein bisschen besser lernen. Ja. So, gucken wir uns mal an. Die Levolk. Die Levolk sind wahrscheinlich die von Natur aus giftigsten Kreaturen auf Tefrade. Sie nicht nur von ihren schrecklichen Bissen Acht nehmen, sondern auch vor ihrer Haut, die einen giftigen Schweiß produziert, den sie verwenden können, um Giftwürmer zu erzeugen. Haben wir gesehen. Okay, es waren die 1-9 und sonst haben wir hier noch Notizen. Okay. So, das heißt, wir haben nur noch den Mini-Auftrag, das Grab zu finden. Wo war das? Wettelvie. Wo ist denn Wettelvie? Also ist schon hier drauf wahrscheinlich. Hm. Okay. Können wir bitte wieder rein zu? Ja, ist beschwert gerade. Okay, ich würde jetzt mal in die Richtung gehen. Und melde mich wieder, auf dass wir hier irgendwie was Neues entdecken können. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich bin jetzt hier an der Stelle. Und wir schauen mal nach, ob es irgend noch ein interessanter Ort der Karte für uns offen hält. Fünf Büsche. In der Mitte ein Kraut. Bisschen pentagrammmäßig. Ich finde mal den Jungen ja auch Sumpf. Die Mini-Quest, die wir haben. Oder sind die ganzen Viecher gerade wieder da? Würde ich dann mal als ja, zum Level mal mitmachen. So, und damit sind wir im Dorf. Ist gerade ein Kampf. Hatte ich nicht gerade irgendwas gehört? So. Schön mit weißer Weste hier einer. Deine. Ah, you are from the continent, are you not? You are different than the people from here. Indeed. I am from the Congregation of Merchants. My name is Desarde. To whom do I have the privilege? Sister Ephesia, envoy of Teleme, by the grace of the Illuminated. Enchanted.
The Mother Cardinal has tasked me to investigate the activities of this village. She also sent me here, to be your second. What excellent news. You cannot imagine how much comfort that brings me. How might I help you? How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I haven't been able to get much from these villagers. Their chief and their priest are evasive when questioned. As for the other natives, their behavior can be quite odd. They'll spend hours just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it, but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps. Although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild, and I find this place unsettling. I see. Anything else? That will be all. Okay, die junge Dame. Jung. Aha. Na, werden wir uns mal drum kümmern müssen. Nummer 1 wird zuerst mal ein Lager geben, nehme ich an. Ja. Wie viel haben wir denn noch? Regionen komplett unbekannt.